Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wir sind auf dem Weg, um uns ein Boot zu holen. Wir haben Iris dabei im Gepäck, weil wir die zum sicheren Kap bringen sollen. Okay, fahren wir los? Ja. Haben im letzten Part auch so noch mal so eine Festung eingenommen. Okay, auf geht's. Ich fühle mich verarscht. Wir können von Glück reden, dass sie von selbst abgezogen ist. Ja, gegen die war Loki ein Klacks. Allerdings hat Kor damals mit uns gekämpft. Meinst du, mit ihm zusammen hätten wir gewonnen? Sicher war das nicht unsere letzte Begegnung mit ihr. Genau, und wir haben gegen eine Frau namens Highwind gekämpft. So mit so dicken Boobs. Und wir hätten die auch fast fertig gemacht, aber dann ist die abgehauen und sagt, ja, sie hat keine Zeit, was Besseres zu tun, als gegen uns zu fighten, so ungefähr. Aber ein schöner Kampf. Und besonders ein geiles in der Luft Battle. Sehr cool. Okay, und was ich auch nicht wusste, an diesen verschiedenen kleinen Ortschaften kann man beim Händler auch Soundtracks fürs Radio kaufen. Los, lasst uns mal reinschauen. Wenn es stimmt, was man sich über den Malmalam-Wald erzählt, dann werden wir hier hoffentlich fündig. Was wollen die jetzt hier? Hä? Nein. Nein, nicht halten. Wir wollen weiter. Was soll das? Ich weiß, bei dem Wald gibt's, glaube ich, eine... Bald geht ihr alle nach Altissia, nicht wahr? Eine Königswache. Habt ihr es gut? Das ist keine Urlaubsreise. Ach ja, richtig. Iris? Was ist los? Nichts. Es ist nur... Die Zeit mit euch war echt schön. Ich werde euch wirklich vermissen. Bestimmt habe ich Sehnsucht, wenn ich in Keim bin. Wovon redest du? Wir kommen dich doch besuchen. Stimmt's? Ja. Aber ich will Dings Iris nicht dabei haben, wenn wir denn die Königswaffe versuchen, wenn die da stirbt, keine Ahnung, was denn passiert, ob denn Fehl ist oder irgendwie so. Deshalb liefern die VDS ab und dann können wir später nochmal... Lasst uns bald eine Pause einlegen. Dahin. Warum? Ignis fährt schon zu lange, er ist sicher erschöpft. Von mir aus? Ja, sonst schläft er uns noch hinterm Steuer ein. Ich wünschte, ihr wärt auch so besorgt um mich, wenn Iris nicht dabei ist. Ne, oh, Spiel, was soll das? Ja, dann halt nur kurz dran. Sind wir da? Da liegt ein Item und dann gehen wir wieder. Silberreif. Gucken, was bringt der. Ach genau, ich habe, glaube ich, genug Fertigkeitspunkte, um Noctis 3 Accessoires geben zu können. 300 Leben. Muss ich kurz mal gucken. Titanreif gab 200 und der Carbon 150. Ja, dann tauschen wir das gleich mal aus. Und dann geben wir prompto. Den Carbon rein. Dann hat er jetzt auch seine 1000 Leben. Ja. Es klart auf.
Ja, hier ist schön, Spiel, wir haben's verstanden. Die Kanagi soll derzeit in Altissia weilen, nicht wahr? Ob sie in Akkordo wirklich sicher ist? Ist schließlich imperiales Gebiet. So. Wollt ihr jetzt was? Irgendwelche Gespräche oder so? Soll hier jetzt irgendwas noch sein? Nein. Dann weiterfahren. Los, gehen wir. Auf geht's! Was ist das für ein Geruch? Salzige Luft. Wir müssen an der Küste sein. Oh, wow! Ist das schön! Erholsam hier. Menschenskinder! Was für ein Ausblick! Ja, so könnte ich jetzt einschlafen. Jetzt schlafen? Wow, seht ihr diese riesige Brücke? Klar, schwer zu übersehen. Sie führt über einen der größten Flüsse der Welt. Wie wohl die Aussicht von der Brücke ist. Okay, das war einer der größten Flüsse der Welt. Wollen wir uns das mal anschauen? Was denn? Was? Ja. Mann, war ganz schön eng. Sorry, dass ich so viel Platz weggenommen habe. War nur Spaß. Reg dich ab. Außerdem bist du's, der zu breit ist. Oh, was für eine hübsche Farbe. Alter, Open World für'n Arsch, überall unsichtbare Wände. Jetzt leg ich los! Da übernimm dich bloß nicht! Selber! So, was gibt es denn hier? Muscheln. Okay. Na, beweg dich. Okay, können wir wenigstens hier ein bisschen Magie holen.
Wir sind da. Na, nun mach. Ich muss das Abendessen vorbereiten. Okay, ich helfe dir. So, was haben wir denn inzwischen alles im Angebot? Alter, 1000 Leben extra und Crit-Rate. Seebarschfilet brauche ich dazu. Okay. Gibt es auch was für erhöhte EP? Ja, hier EP. Fehlt mir Cooker-Trick-Keule. Hier nehmen wir das. Und die Chukbus bekommen natürlich ihr Gizakraut. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Na ja. Hab ich gut geschlafen? Ja, das Zelt ist höchst komfortabel. Okay, dann zum Auto zurück. Wir wollen ja irgendwann nochmal ankommen. Und rein in die Karre. Okay, fahren wir los? Ja. Du bist also fürs Kochen zuständig. Das bin ich. Gladi, hilfst du ihm nicht? Nocked? Gelegentlich. Ist mir neu. Ich helfe! Ich bin fürs Tischdecken zuständig. Eine tolle Arbeitsteilung habt ihr, Jungs. Sind wir da? Ja, hier ist es. Ignis, danke fürs Fahren. Gerne. Hoffentlich geht das Talcott gut. Sind wir da? Einmal Schokobo verlängern.
Nettes Türmchen. Oh, steigen wir rauf? Sicher sehr windig da oben. Aber die Aussicht ist bestimmt gut. Hey. Ach, da seid ihr ja. Habt den Wagen gehört und wollt euch begrüßen. Oh, das ist lieb, Sydney. Vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Und? Großvater schraubt am Boot rum. Das dauert sicher noch eine ganze Weile. Ist es kaputt? Naja, ein paar Teile sind hinüber. Das Boot hat schon bessere Tage gesehen. Na, großartig. Aber Großvater gibt nicht auf, ehe das Boot wieder in Schuss ist. Allerdings braucht er ein paar Ersatzteile. Könntet ihr euch darum kümmern? Was meint ihr? Ja, selbstverständlich. Etwas Hilfe hatten wir schon von Dustin und Monika. Die beiden haben fast alles aufgetrieben. Ich bin ziemlich beeindruckt von ihnen. Sie gehört nicht umsonst zur Königsgarde. Das Einzige, was die beiden nicht aufspüren konnten, ist ein seltenes Mineral namens Mithril. Dieses Erz wird hier nicht abgebaut. Der kleine Stups aus Insomnia hat uns aber einen Tipp gegeben. Talcott? Genau. Der Junge ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Am besten ihr fragt ihn. Er kann euch mehr sagen. Okay, machen wir. Großvater ist unten am Boot. Nehmt's mir nicht übel, aber ich werde in der Werkstatt gebraucht. Tut mir leid, aber ihr kommt klar, oder? Hallo, Prinz Noctis! Das hier ist unser neues Zuhause. Bitte, tritt ein! Sydney euch schon erzählt, dass ihr für die Reparatur des Bootes ein Mineral namens Mithril braucht? Nördlich der Wasserfallhöhle gibt es einen See und eine alte Ruine. Dort gibt es angeblich Mithril. Das habe ich aus Opas Notizbuch. Okay. Der See, von dem Talcott gesprochen hat, muss der Vesperspiegel sein. Ich habe Monika darum gebeten, sich dort umzusehen. Sie meint, dass der Weg dorthin vom Imperium abgesperrt wurde. Bereitet euch also gut vor, bevor ihr fahrt. Oder seid ihr schon fertig zum Aufbruch? Okay. Gibt es hier denn irgendwas, was wir noch unbedingt machen müssen? Hier scheint nichts zu sein. Okay, dann nochmal speichern und dann werden wir sehen, was passiert. Im Notizbuch von meinem Opa stehen viele interessante Dinge über viele interessante Orte. Bereitet euch also gut vor, bevor ihr fahrt. Oder seid ihr schon... Iris, lass uns bitte kurz allein. Was? Oh, dann warte ich drinnen auf euch. Jungs, ihr findet das Mithril doch auch ohne mich, habe ich recht? Wie jetzt? Ich würde mich gern etwas abseilen. Was hast du denn vor? Ich brauche etwas Zeit, um mich abzureagieren. Na, ja, sehr gut.
Kapitel 7. 3 sind ein End zu wenig. Der Wasserfall muss irgendwo hier in der Nähe sein. Talcott meinte, dass er nördlich von hier sei. Das Imperium ist sicher schon dort. Wir müssen vorsichtig sein. Okay, warum muss ich jetzt wieder fahren? Moment mal. Ich denke, das Imperium hat das Gebiet hier abgeriegelt. Sieht nicht aus, als wollten sie uns aufhalten. Ich fürchte, wir werden bereits von jemandem erwartet. Ich ahne auch schon von wem. Langsam habe ich genug von ihm. Kanzler Isonia. Ich werde mich nicht beschweren, wenn er uns reinlässt. Wer weiß, ob er uns auch wieder rauslässt. Außerdem sind wir nur zu dritt. Ich wünschte, General Kor wäre bei uns. Wo ist er überhaupt? Was er wohl gerade macht? Im Gegenzug für ihre Hilfe beim Aufspüren der Königsgräber erledigt er ein paar gefährliche Monster für die Meldatio-Jäger. Wie immer nicht zu stoppen, was? Hier geht's nicht weiter. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Besonders ohne Gladio. Noct, ich deck dir den Rücken. Ich verlass mich drauf. Natürlich, schieß auf mein Auto. Penne. Imperiale Truppen. Ich komm da auch nicht rüber. Geht vorsichtig vor. Einmalig! Okay, geht nicht anders. Wirklich? Schon wieder? Ihnen wird Hören und Sehen vergehen. Pronto! Lieben gern! Pronto! Immer schön! Reihe nach! Auf dich ist Verlass! Gerne wieder! Bist du okay? Ja, ich komm klar. Hier, bitte! Probleme? Mach dir um mich keine Sorgen. Gut, wenn du meinst. Basta! Nur diese Drecksschützen. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Okay, hier soll irgendwas liegen da.
Also ran. Endlich genug Platz hier hinten. Gladio braucht die halbe Bank, was? Oh, hier würde ich gern ein Foto machen. Nee, wir fahren weiter. Zeitverschwendung. Was? Können wir ein anderes Mal machen. Ich will nur ankommen jetzt. Also los, Bewegung. Was soll ohne den Meteor nur aus Lestalum werden? Ich mag gar nicht dran denken, wie das wird, wenn uns der Strom ausgeht. Im Radio meinten sie, es gibt keine Engpässe. Okay, dann noch mehr. Chocobo. Also dann? Noct, ich höre Magitech-Motoren. Ja. Die Jagdsaison ist eröffnet. Nee. Kein Bock drauf. Hier scheinen überall Ruinen zu sein. Stand bestimmt mal eine Stadt, die dann irgendwie zerstört wurde bei irgendwelchen Auseinandersetzungen, nenne ich es mal. Okay, da steht der andere Typ schon wieder. Danke. Oh. Meine Herren, ihr hier? Und da ist er auch schon. Kommt mit, ich bringe euch an den Wachen vorbei. Aden. Keine Sorge, ich rede mit den Jungs. So, Kinder, auf geht's. Entfernt euch nicht zu weit von mir. Sicher wollt ihr unnötigen Ärger vermeiden. Besonders jetzt, wo ihr nur noch zu dritt seid. Den laufen wir noch schnell ein bisschen mit ihm mit und dann mache ich auch gleich schon Schluss. Nanu, keine schnippischen Bemerkungen heute? Wir haben dir nichts zu sagen. Treibt euch der Durst nach Wissen über verlorene Zivilisationen her oder doch eher Mithril? Ich glaube, der Typ kann Gedanken lesen.
Mithril ist ein äußerst kostbares Mineral. Kein Wunder, dass das Imperium hier niemanden reinlassen will. Und? Gibst kleines Sekündchen. Bin gleich wieder da. Ah, das Was hat macht er denn jetzt bloß? Keine Ahnung. Alles klar, ihr könnt durch. Lol. Okay, schauen wir mal, ob man hier speichern kann, Junge. Okay, dann war's das für den Part. Ciao, Leute.